Ohne Kämpfe keine Siege. Unsere aktuelle Lehrserie. Und ich denke, es ist so wichtig, dieses Thema zu beachten, denn wir beobachten aktuell Anfechtungen, Kämpfe, Krankheiten, Probleme, Sorge, Nöte. Der Leib Jesu Christi ist so enorm angefochten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum existieren überhaupt Anfechtungen? Warum greift der Teufel uns eigentlich an und was genau greift er an? Wenn wir uns den 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3 anschauen, dann sehen wir, okay, Gott erschafft den Menschen im Paradies. Eine Tatsache, die wir alle wissen. Und der Teufel schafft es durch Lügen, den Menschen aus diesem Paradies hinauszureißen und er stellt sie unter ihrer Herrschaft. So haben wir die gefallene Schöpfung. Durch Jesus Christus und durch das Erlösungswerk am Kreuz ist aber diese gefallene Schöpfung wieder umgedreht und wir sind wieder zurück im Ebenbild Gottes oder wir werden immer mehr erneuert zum Ebenbild Gottes. Das heißt, wir kehren zurück zum Ursprung des Willen Gottes, wenn wir Kinder Gottes werden durch das Kreuz. Jetzt ist es so, dass wir hineingeboren werden in das Reich des Satans, weil er der Gott dieser Weltzeit ist, wie es Paulus auch sagt. Und wir leben unter diesem Reich und wir werden hineingeboren in diesem Reich des Teufels. Und wir leben in dieser sündigen Natur und es fängt schon ganz früh an. Ich habe letztens meinem Sohn eine Frage gestellt und er beneinte diese Frage. Er ist 2 Jahre alt und nach ein paar Minuten habe ich verstanden, er hat mich angelogen. Als ich sagte Samuel, also Baby Samuel, warum hast du mich angelogen, hat er mich nur ausgelacht. Und so darf man schon im frühen Kindesalter spüren, die Sünde fängt an zu wirken in dem Menschenleben, weil wir unter dieser sündigen Natur leben. Und Jesus hat uns aus dieser sündigen Natur hinausgerissen und hat uns unter seinen Herrschaftsbereich gestellt, Epheser 1 und Epheser Kapitel 2. Nun ist es so, wir haben Jesus angenommen als Retter und Erlöser, wir gehören nicht mehr zu dieser Schöpfung, die gefallen ist, wir leben nun unter dem Herrschaftsbereich Gottes, aber wir leben nun auch in dieser Welt. Paulus sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt ist es nun mal so, dass der Teufel der Gott ist und dass er diesen Herrschaftsbereich hat. Und deswegen kämpft er um uns. Er kämpft aber nicht nur um unser Leben, er kämpft um etwas Essentielles. Und zwar um unseren Glauben. Denn wie kommen wir zu Jesus? Wir kommen durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, an das Herz Gottes. Wir leben mit Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch den Glauben. Wir sind gerettet durch den lebendigen Glauben. Wir haben diesen Glauben an Jesus, dieser Glaube an Jesus. Er bewirkt es, dass wir ewiges Heil haben. Er bewirkt es, dass wir die Gaben des Heiligen Geistes empfangen dürfen. Er bewirkt es, dass wir ein Amt haben dürfen im Reich Gottes. Er bewirkt es, dass wir frei werden von den Werken des Teufels. Und dieser Glaube ist essentiell für unser gesamtes Leben als Christ. Hier auf dieser Erde, aber auch in der Ewigkeit. Und dieser Glaube ist ein rotes Tuch für den Teufel. Und wenn du und ich Kämpfe verspüren, dann geht es immer um unseren Glauben. Der Teufel möchte uns durch Kämpfe unseren Glauben rauben. Ich möchte uns in diesem Video 2 Dinge anschauen. Warum entstehen Kämpfe und warum lässt Gott Kämpfe zu? Und was bedeutet es, in diesen biblischen Glauben hineinzugehen? Und wie können wir herausfinden, was dieser biblische Glaube wirklich für uns persönlich bedeutet? Warum gibt es Kämpfe? Mein Vater starb, da war ich 19 Jahre alt. Und 2 Wochen bevor er starb, sprach Gott zu mir bereits, mein Sohn, er wird sterben. Ich vergesse es nicht mehr, ich war nachts in der Küche am Stehen und ich weinte, ich trauerte. Ich sagte, Gott, es tut mir so weh, dass mein Vater sterben wird. Und am nächsten Tag rief Pastor Archie Wesel mich an von der King David Church. Und er sprach zu mir, Elia, wenn dein Vater sterben wird, gibt es 2 Optionen. Entweder lässt du Gott diese Chance nutzen, um deinen Glauben zu stärken, oder du lässt den Teufel diese Chance nutzen, um deinen Glauben zu rauben. Und ich verstand etwas. Wenn wir in Kämpfe sind, wenn wir in Not sind, wenn wir in Anfechtungen geraten, es ist die Chance von Gott, damit unser Glaube wächst. Es ist die Chance von Gott, damit wir neue Glaubensschritte gehen können. Weil wir können keine Glaubensschritte gehen, wenn alles perfekt läuft, sondern Glaubensschritte sind dann Glaubensschritte, wenn sie Glauben benötigen. Wir gehen neue Schritte, wir erlernen neu Gott kennen, wir lernen es neu, was es heißt, im Gebet Dinge durchzubeten, wir lernen es neu, was es heißt, auch in der Wüstenzeit nah am Herzen Gottes zu sein. In diesen Situationen ist es aber auch so, dass der Teufel diese Chance nutzt, unser Glauben zu rauben. Und wir haben eine Bibelstelle für einen Mann Gottes aus der Bibel, der solche starken Glaubenskämpfe hatte. Ich denke, wir dürften unsere Glaubenskämpfe nicht mit seinem vergleichen. Und es war Paulus.
Paulus hatte solche enorme Glaubenskämpfe, er zählt sie im Korintherbrief auf und er sagt, er wurde geschlagen, er war schon fast tot, er wurde misshandelt und so weiter und so weiter. Und wir können die Apostelgeschichte schauen, es waren Glaubenskämpfe, die wirklich nicht von dieser Welt waren. Wir lesen allein schon Apostelgeschichte 14, als er in den Gebieten von Galatien evangelisierte, sie steinigten ihn, erst dachten sie, er sei ein Gott. Dann wurde ihnen klar, er ist doch kein Gott. Sie steinigten ihn, sie schliffen ihn hinaus, sie dachten, er sei tot. Er stand auf und am nächsten Tag ging er zurück und verkündete neues Evangelium. Apostelgeschichte 17, glaube ich, steht es auch geschrieben. Paulus und Silas, sie waren im Gefängnis und zu Mitternacht lobten und priesen sie Gott. Sie waren im Gefängnis aufgrund des Evangeliums. Wir lesen von Paulus, dass er Schiffbruch erlitt und so weiter. Wir lesen solche starke Anfechtungen. Warum? Weil es ein Glaubensheld war. Weil es ein Mann war, der Gott glaubte, der Gott vertraute. Und so lesen wir in dem letzten Brief, den er schrieb, im 2. Timotheus, dass Paulus sein Herz mit Timotheus teilt. Und Timotheus war ja sein geliebtes Kind im Glauben, ein Zitat von Paulus. Und er teilt sein Herz und nach meiner Meinung übergibt Paulus hier diesen apostolischen Dienst zu Timotheus. Und in den letzten Versen reflektiert Paulus sein gesamtes Leben. Und er sagt im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 einen Satz, der mich immer bewegt, wenn ich ihn lese. Und meistens, wenn ich ihn lese, muss ich eigentlich weinen. Und ich hoffe, ich weine jetzt nicht. Aber wir lesen hier, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus reflektiert hier sein ganzes Leben, jeden Umstand, jede Not, jede Angst, jedes Problem und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf mit Jesus vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Warum musste Paulus seinen Glauben bewahren? Dieses Wort bewahren. Weil er in der Gefahr stand, dass er ihn geraubt wird. Deine Kämpfe sind da, weil der Teufel dein Glauben rauben möchte. Weil er dich nicht in diesem Zustand lassen möchte, dass du Gott vertraust, dass du ihm glaubst, dass du weißt, dass Verheißungen in Erfüllung gehen. Und Paulus hatte die gleichen Probleme wie wir. Er musste seinen Glauben bewahren. Was bewahrst du in deinem Leben auf? Was bewahrst du in deinem Leben auf? Wir bewahren oft Dinge in unserem Leben auf, die kostbar sind, die wichtig sind, die wir für uns behalten. Und genauso ist es mit Verheißungen. Verheißungen, die uns Gott gegeben hat, Zusprüche, die uns Gott gegeben hat, Dinge, die uns Gott gegeben hat. Wir müssen an sie glauben. Das altgriechische Wort für Glaube, Geschwister, ist so interessant, denn hier können wir wissen, was ist der biblische Glaube. Das altgriechische Wort Glauben wird übersetzt mit Glaube. Dann wird es übersetzt mit Vertrauen, dann mit Treue und dann mit Überzeugung. Und ich möchte bei dem ersten Wort anfangen, Vertrauen. Glaube ist gleich Vertrauen. Vertrauen wächst nur in Situationen, wo wir vertrauen müssen. Dein Vertrauen wird nur gestärkt, wenn du vertrauen musst. Wenn du jemanden nicht richtig kennst, kannst du ihm auch nicht richtig vertrauen. Aber wenn du mit jemandem durch Situationen gegangen bist, die schwer waren, wenn du an jemanden festhalten musstest, dann wächst dein Vertrauen, weil du weißt, auf diese Person kann ich zählen. Genauso ist es mit Gott. Wir können Gott nicht theoretisch glauben, ist gleich Vertrauen. Wir können Gott nicht theoretisch vertrauen, dass alles gut wird, sondern wir gehen durch Täler, wir gehen durch Feuerproben, wir gehen durch Nöte, durch Ängste, durch Probleme, durch Krankheit, gehen wir durch mit Gott und wir gehen erfolgreich, siegreich hinaus und unser Vertrauen wird gestärkt. Nutze deine Anfechtungen, deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöte dafür, dass dein Vertrauen gestärkt wird im Herrn. Das zweite Wort, Treue. Ich liebe dieses Wort Treue, weil es ist etwas, was wir benötigen in der heutigen Zeit. Wir müssten rausschreien in eine kaputte Welt. Wir bleiben treu den Maßstäben unseres Gottes. Wir haben nicht die Maßstäbe dieser Welt, wir haben die Maßstäbe unseres Gottes. Wir haben das Gerechtigkeitsgefühl unseres Gottes. Wir haben die Grundethik unseres Gottes und wir halten daran fest, was seine Gebote sagen. Wir halten an seine Moralvorstellungen fest, nicht an die Moralvorstellung dieser Welt. Treue ist ein Thema, was zur Zeit so untergeht. Aber wenn wir Gott vertrauen, wenn wir an Gott festhalten, wenn wir Gott glauben, dass seine Pläne gut sind, dass sie in Erfüllung gehen, dann bleiben wir auch Gott treu.
Glaubenshelden waren oft treu. Ja, wir haben König David, wir haben Menschen, die so oft untreu waren und die Treue Gottes reichte aus, weil Gott ging diesen Menschen daher und sie taten Buße. Warum taten sie Buße? Weil sie treu waren. Treue Menschen tun Buße über Sünde. Treue Menschen leben dieser Wahrheit. Wir verurteilen dieses Thema Buße so oft. Aber wenn du Buße tust für deine Sünde und sagst, Gott, mach mich frei von Sucht, mach mich frei von der Sünde, zeugt es davon, dass du treu bist. Treue, ein Thema, was so wichtig ist und es gehört zum Glauben dazu. Auch wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst, auch wenn du gerade durch Zeiten gehst, wo du sagst, Gott, ich sehe nicht das, was du mir verheißen hast, bleib dem treu, was Gott dir gesagt hat, denn bewahre die Treue zu Gott. Das letzte Wort ist, überzeugt sein. Bist du überzeugt davon, dass Gott mit dir ans Ziel kommt? Hast du gerade einen Umstand in deinem Leben, der dich davon geprägt hat, dass du sagst, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass es Gott tun wird. Glaube der Lüge des Teufels nicht. Gott wird es tun. Sei überzeugt davon, dass Gott gut ist und dass alle, die ihn suchen, zu ihm kommen dürfen und wissen, dass er ein Gott ist, der sie belohnen wird. Lass uns davon überzeugt sein, dass Jesus den Sieg hat. Lass uns davon überzeugt sein, dass Gott ein guter Gott ist, der mit uns ans Ziel kommt. Lass uns überzeugt davon sein, dass Gott die Wahrheit ist. Und die Lüge dieser Welt, lasst uns sie nicht glauben, weil wir überzeugt sind von dem, was uns Gott gesagt hat. Paulus sagt, wer hat unseren Überzeugungen geglaubt? Und wir können heute sagen, wir haben sie geglaubt. Wir sind überzeugt davon, dass Gott gerecht ist und gut ist und dass er mit uns ans Ziel kommt. Glaube, Vertrauen, Treue und Überzeugung. Lasst uns diese vier Punkte sowas von bewahren. Lasst uns diese vier Punkte nicht rauben vom Teufel. Lasst uns unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Treue und unsere Überzeugung nicht rauben. Denn wir dürfen die Werke des Teufels zerstören. Da, wo du gesetzt bist, mit deinen Verheißungen, mit dem, was Gott dir gesagt hat, wirst du die Werke des Teufels zerstören. Lass uns Abstand nehmen von Vorstellungen, die uns diese Welt gibt. Lass uns Vorstellungen zerstören, die uns sogar christliche Menschen geben. Lass uns die Vorstellung Gottes folgen und lass uns überzeugt davon gehen, dass Gott den besten Plan hat. So viele Kämpfe haben bereits ihre Siege, weil Jesus gesiegt hat. Aber wir müssen verstehen, dass er unsere Kämpfe kämpft, wenn wir unseren Glauben bewahren. Bewahre deinen Glauben in diesem Augenblick, wo du gerade stehst. Und wir benötigen es, Geschwister, umso mehr, dass wir jetzt Glaubenshelden werden in diesen letzten Tagen. Jesus kommt bald. Und wir lesen in der Offenbarung 12, Kapitel 12, fröhlich seid ihr, die im Himmel wohnt, aber die auf der Erde wohnt. Oh, 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 der Teufel kam nämlich zu euch und seine Wut ist groß, weil er weiß, es geht bald oder schnell zu Ende. Der Teufel weiß, das Ende kommt bald und deswegen hat Gott dich gesetzt, damit du die Werke des Teufels zerstörst und in eine kaputte, kranke Welt hineinrufst. Jesus Christus rettet. Du bist gesetzt, um Menschen rauszureißen aus der Qual des Teufels, aus der Qual der Hölle und hineinzuschmeißen in das Reich Gottes. Halte fest, was du hast, denn Jesus kommt bald. Geschwister, ohne Kämpfe gibt es keine geistliche Siege, aber lass uns neue geistliche Siege hineinholen, weil wir verstehen, der Kampf ist ausgerichtet auf unseren Glauben. Der Teufel möchte uns neu diese gefallene Schöpfung hineinstellen, aber er wird es nicht schaffen, in Jesu Namen. Gott mit euch!